Getreide. Auf mehr als der Hälfte des Ackerlandes wächst es für die Ernährung unseres Volkes. Die Körner einer Ähre wiegen im Durchschnitt 1,2 Gramm. Zur Herstellung von einem Brötchen sind demnach 42 Ähren notwendig. Und wenn auf einem Quadratmeter 600 Ähren stehen, können daraus 14 Brötchen gebacken werden. Aber solche Erträge werden nicht auf allen Feldern erreicht. Und das liegt nicht nur am Wetter oder am Boden. Wie die LPG-Pflanzenproduktion Barnstedt im Kreis Querfurt auf jedem Schlag den möglichen Höchstertrag anstrebt, das wird dieser Film zeigen. Produktionsüberwachung bei Getreide. Unser Sortenversuch ist ja optimal geahndet worden. Produktionsüberwachung ist der Hauptbestandteil der schlagbezogenen Höchstertragskonzeption. Grundlage dafür sind die Anbaunormative. Die Barnstedter Genossenschaftsbauern erarbeiten sie noch vor der Ernte für die bevorstehenden Produktionsabschnitte, und zwar für jeden einzelnen Schlag. Die Empfehlungen der Wissenschaft und eigene betriebliche Erfahrungen sind die Grundlagen. Die Normative werden als Sollwerte in die Schlagkarte eingetragen. Nach diesen schlagbezogenen Normativen wird die Produktion für jede Kampagne und für jede Brigade vorbereitet. So ist zum Beispiel festgelegt, dass die für Getreide vorgesehenen Flächen sofort nach der Ernte zu pflügen sind. Zu diesem Zeitpunkt weist der Boden eine hohe Zerfallsbereitschaft auf. Außerdem kann er sich bis zur Wiederbestellung genügend absetzen. Bereits das gehört zur normativgerechten Getreideproduktion. Jede durchgeführte Maßnahme wird in die Normativschlagkarte als Istwert eingetragen. Das ermöglicht den Soll-Ist-Vergleich. Später kann man immer untersuchen, wie sich eine Abweichung vom Normativ auswirkt. Man erkennt auch, ob die Normative der nachfolgenden Arbeit zu korrigieren sind. Wenige Stunden vor dem Drillen wird das Saatbett ein zweites Mal bearbeitet. Dabei werden gekeimte Unkräuter vernichtet, außerdem wirkt es sich günstig auf die normativgerechte Ablage des Saatgutes aus. Was aber, wenn die vorgesehenen Normative nicht erreicht werden? Wenn sich die Bedingungen ändern, wenn geplante Termine nicht eingehalten werden können. Jetzt kann man nicht starr an den Vorgaben festhalten. Vor jedem Arbeitsgang führen die Barnstedter Entscheidungsmonitoren durch. Mit den Ergebnissen überprüfen sie die Normative und passen sie der neuen Situation an. So muss zum Beispiel die Saatbettqualität beim Bemessen der Aussaatmenge berücksichtigt werden. Bei einem optimalen Saatbett liegt die Aufgangsrate bei 90%, bei einem schlechten Saatbett mit hohem Klutenanteil nur etwa bei 70%. In der Monitorkarte wird die Saatbettqualität festgehalten. Auf dieser Grundlage errechnet der Produktionsleiter die Aussaatmenge für diesen Winterweizenschlag. Von der Sorte und dem vorgesehenen Schlag ausgehend ist ein Sollwert von 480 keimfähigen Körnern je Quadratmeter vorgegeben. Bei einer Aufgangsrate von 75% und einer 1000 Kornmasse von 45 Gramm ergeben sich 21,6 Gramm pro Quadratmeter, das sind 216 Kilogramm pro Hektar. Auf diesem Schlag liefen die Vorbereitungen optimal. Außerdem kann 8 Tage früher als geplant gedrillt werden.
Es wird eine Aufgangsrate von 85% erwartet. Deshalb haben die Genossenschaftsbauern die Drillmenge um 27 Kilogramm pro Hektar herabgesetzt. Grundsätzlich legen die Barnstädter Fahrspuren für alle nachfolgenden Arbeiten an. Kurz nach Drillbeginn überprüft der Agrotechniker selbst die Ablagetiefe und Verteilung des Saatgutes. Als Richtwert für die Ablagetiefe gelten 2 bis 4 Zentimeter. Diese Kontrollen führt er mehrmals durch. Als nächsten Schlag nehmen wir die 22,2. Nach Abschluss der Bestellung werden der Termin und die ausgesäte Menge in die Schlagkarte eingetragen. Von Seitwert her war das optimal. Die Aufgangsrate beträgt auch 90,5%. Natürlich passiert es auch in Barnstedt, dass wegen ungünstigem Wetter oder anderen Gründen die Vorfrucht nicht rechtzeitig geräumt ist. Wo es die Bedingungen erlauben, wird mit einer pfluglosen Saatbettbereitung viel Zeit gewonnen und Energie gespart. Auf diesem Schlag werden aufgrund der eingeschätzten Aufgangsbedingungen 40 Körner pro Quadratmeter mehr gedrillt. Mit dieser Entscheidung wird der Saatzeitverspätung von 10 Tagen entgegengewirkt. Als Faustregel gilt, pro Tag Saatzeitverzögerung 3 bis 4 Körner pro Quadratmeter mehr. Bereits im Einblattstadium beginnt die biologische Kontrolle des Bestandes. Ein Rahmen von 0,25 Quadratmeter erleichtert das Auszählen der aufgelaufenen Pflanzen. Auf einem 100 Hektar Feld werden 8 bis 12 Auszählungen diagonal verteilt durchgeführt. In der Bestockungsphase erfolgen weitere Kontrollen. Auf diesem Weizenschlag ermittelte man unterschiedliche Zahlen. Sie liegen bei 310 bis 420 Pflanzen pro Quadratmeter. Erst bei größeren Abweichungen sind die Ursachen zu suchen und Gegenmaßnahmen zur Bestandsregulierung zu treffen. Bei Wintergerste und frühgesätem Winterweizen wird gleichzeitig mit dieser Bonitur über die Unkrautbekämpfung entschieden. Über Winter ändert sich die Situation im Getreidebestand. Die Pflanzen werden teilweise geschwächt, ein Teil stirbt ab. Die im Frühjahr vorhandenen Bestände gilt es gezielt zu regulieren und aufzubauen. Mit einer Bonitur sind die Anzahl der Pflanzen, ihre Vitalität und ihr Entwicklungsstadium zu beurteilen. Ebenso die Bodenbeschaffenheit und der Unkrautbesatz. Jetzt lassen sich die notwendigen Entscheidungen ableiten. Für die Stickstoffdüngung, für die Pflegearbeiten, für die Unkrautbekämpfung und für den Einsatz von Wachstumsregulatoren und Fungiziden. Hier ist der Boden besonders stark verschlemmt und ausgetrocknet. Mit Hilfe der Walzen werden die Kapillaren zerstört und der Bodenschluss hergestellt. Später wird zur Unkrautbekämpfung gestriegelt oder geeggt. Dieser kräftig entwickelte Bestand hat im Durchschnitt 390 Pflanzen pro Quadratmeter. Bei der ersten Stickstoffgabe entschied man sich, 10 Kilogramm pro Hektar
Gegenüber der EDV-Empfehlung und dem aktuellen Rat unter Berücksichtigung des Bodenstickstoffgehaltes weniger zu streuen. Außerdem wird dieser Schlag nicht als erster abgedüngt. Damit wird einer unproduktiven Bestockung vorgebeugt und es wird Stickstoff gespart. Dieser Bestand hat nur 240 Pflanzen pro Quadratmeter. Er ist auch schwächer entwickelt. Deshalb werden 15 Kilogramm Stickstoff mehr als in der EDV-Empfehlung, also 65 Kilogramm pro Hektar ausgebracht und der Zeitpunkt früh gewählt. Der Zuschlag dient zum besseren Bestocken und damit zum gezielten Regulieren des Bestandes. In der gleichen Richtung wirkt die mechanische Pflege. Der Soll-Ist-Vergleich erleichtert das Präzisieren der zweiten Stickstoffgabe. So, wir wollen uns heute über diesen Schlag verständigen. Mit welchen Ertrag können noch einmal informieren sich die Genossenschaftsbauern über die Beschaffenheit der Bestände. Wir haben hier 560 Ähren pro Quadratmeter ausgezählt. Sie zählen die Halmdichte je Quadratmeter und den Anteil an starken Halmen. Gleichzeitig schätzen Sie das Entwicklungsstadium, die Wüchsigkeit und den Schaderregerbefall des Bestandes ein. Diese Angaben sind nötig, um die zweite Stickstoffgabe sowie den Einsatz von Wachstumsregulatoren und Fungiziden richtig festzulegen. Diese Pflanzen dienen dem Nitrat-Schnelltest. Er kann in der LPG selbst durchgeführt werden. Dadurch erhält man genaue Angaben über die Versorgung der Pflanzen mit Stickstoff. Auf diesem dünneren Weizen, er hat nur 900 Triebe pro Quadratmeter, wird die zweite Stickstoffdüngung rechtzeitig im Fickestadium 5 bis 6 ausgebracht. Zur EDV-Empfehlung werden 10 Kilogramm pro Hektar zugelegt. Damit wirken die Barnstädter einer zu starken Triebreduktion entgegen. Für diesen Weizen mit hoher Dichte von 1500 Trieben pro Quadratmeter, guter Entwicklung und reichlicher Stickstoffversorgung wurde eine um 10 Kilogramm pro Hektar geringere zweite Stickstoffgabe abgeleitet. Außerdem wird der Dünger später zu Feges 8 ausgebracht. So wird der Stickstoff mengenmäßig und zeitlich bedarfsgerecht angeboten und die Standfestigkeit nicht gefährdet. Noch einmal besichtigen die Barnstädter ihre Getreidebestände. Jetzt geht es um die Druschbedingungen. Dazu werden Ehrendichte, Fremdähren, Lageranteil, Vorernteverlustgefahren, aber auch der zu erwartende Ertrag eingeschätzt. Das ist ein wichtiger Schritt zum Vorbereiten der Ernte. Hier steht der Anfang November gedrillte Winterweizen. Er hatte trotz höherer Aussaatmenge im Frühjahr nur 240 Pflanzen pro Quadratmeter. Durch Striegeln und Walzen nach dem Winter, durch eine zeitige und erhöhte erste Stickstoffgabe von 65 Kilogramm pro Hektar und durch das Vorverlegen der zweiten Stickstoffgabe wurde der Bestand noch auf 480 Ähren pro Quadratmeter reguliert. Er bringt einen guten Ertrag. Beim bereits Mitte Oktober gedrillten Weizen stand im Frühjahr mit 360 Pflanzen pro Quadratmeter ein hoher Bestand zur Verfügung. Hier erfolgte die Regulierung durch eine spätere und auf 40 Kilogramm pro Hektar herabgesetzte erste Stickstoffgabe sowie durch eine zum normalen Zeitpunkt im Fekestadium 8 ausgebrachte zweite Stickstoffgabe. So konnten 610 Ähren pro Quadratmeter und ein Ertrag von 73 Dezitonnen pro Hektar erreicht werden.
Die Arbeit nach Anbaunormativen und die fortlaufende Überwachung der Produktion auf jedem Schlag haben auch in der LPG Barnstedt dazu geführt, das Produktionsverfahren Getreide besser zu beherrschen. Die Produktionsüberwachung bei Getreide ermöglicht es, auch bei abweichenden Bedingungen richtig zu reagieren und die Bestände zum höchstmöglichen Ertrag zu führen.